Lass uns über das Spiel gegen Freiburg sprechen. Ungern. Und ich sag's schon vorweg, ich möchte auch nicht so ausführlich über das Spiel sprechen, wie zum Beispiel letzte Woche über das Leipzig-Spiel. Da haben wir über das Spiel länger gesprochen, als das Spiel eigentlich ging. Das werden wir heute sicherlich nicht machen, das werde ich verhindern. Nein, das werde ich verhindern. Okay, Sebastian steigt sonst über den Tisch oder fummelt in der GoPro rum. Ja, genau. Zum beiden wird passieren. Gut, Sebastian, lass uns über die Aufstellung sprechen, die an sich jetzt noch nicht so besonders war, weil eigentlich gab es nur einen Wechsel. Borna Sosa kommt nach überstandener Muskelverletzung zurück, ersetzt Nate. Und über was ich eigentlich sprechen möchte, ist das Fehlen im Kader von Kempf, Förster, Massimo und Didavi. Ich sag mal, Didavi war klar, fehlende Fitness. Bei Förster und Kempf war es schon trotzdem überraschend, dass sie gefehlt haben, obwohl sie ja, also im Falle von Kempf, auch gegen Leipzig schon auf der Tribüne saßen, oder? Ja, aber ich glaube, Philipp Förster war auch angeschlagen, oder? War da nicht Erkältung? Ja. Aber ich sag mal so, ein bisschen merkwürdig kommt es mir schon vor. Es gab ja die Kritik nach dem Fürth-Spiel, die aus unserer Sicht auch in Richtung Philipp Förster ging. Zu Recht, muss man sagen. Ja. Und seitdem ist er eigentlich weg vom Fenster. Ja, das berühmte Kannstatter-Loch, der verschwindende Spieler. Und ich würde mich dann schon freuen, wenn das halt dann vom Trainer ein bisschen klarer kommuniziert werden würde, warum wer nicht im Kader steht. Und wenn Spieler auch einmal verschwinden, ist das immer ein bisschen seltsam. Deswegen habe ich den Trainer gefragt, ob er uns das mal erklären könnte. Und er wird es uns erklären, Sebastian. Kempfi gibt es nichts Neues, also gleiche Situation wie letzte Woche. Philipp Förster ist erkältet, er konnte auch in den letzten zwei Tagen nicht mittrainieren. Daniel Didavi hat Knieprobleme, hat auch zuletzt auch nicht mittrainiert. Und Robby Massimo hat Platz gemacht für Silas. Und Silas ist reingerückt im Kader, 1:1 auf der Position, so eine Außenstürmer bzw. offensive Wingback. Und deswegen war Robby nicht im Kader heute. Also so kann man es auch ausdrücken. Was er meint ist, dass es für Massimo aktuell nicht für den Kader reicht. Ist das für dich überraschend? Ja, tatsächlich. Also wenn jemand noch Stammelf spielt und in der nächsten Woche reicht es nicht mehr für den Kader, mehr oder weniger, dann finde ich das schon überraschend, weil so schnell kannst du eigentlich nicht so schlecht werden. Und auf seiner Position ist jetzt ja auch nicht Silas auf einmal wieder Startelf fit, sondern der kommt auch von der Bank. Insofern wundert mich das schon, dass jemand innerhalb von ein oder zwei Wochen von Startelf zu nicht Kaderfit sich runtertrainieren kann. Und Silas kommt auch aus einer Corona-Infektion, muss man sagen, hatte wohl auch Symptome, hat ein paar Tage länger gebraucht als der ein oder andere Spieler, der ja auch Corona hatte über die Feiertage. Also kann man schon hinterfragen, klar, der Trainer wird jetzt nicht sagen, der Roberto Massimo, bei dem stimmt es von der Einstellung her nicht oder der kommt mit dem Druck nicht klar, das kann er auch öffentlich nicht sagen. Aber wir haben ja über die drei Kategorien Spieler gesprochen, schon mehrfach und man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Roberto Massimo einer der Spieler ist, die einfach, wenn ich wohlwollend bin, würde ich sagen, aktuell die Leistung nicht abrufen können aufgrund des Drucks. Ja. Ja, also wir haben ja auch über diese große Chance gesprochen gegen Leipzig, die er hatte, toll aufgelegt von Lilian Egloff, wo wir hier auch im Podcast schon gesagt haben, Mann, dann schießt doch ins lange Eck. Materazzo gab uns dann bei der Spieltags-PK für das Freiburg-Spiel auch nochmal recht. Diesbezüglich muss man ja mal sagen an der Stelle. Also wir können uns ja auch mal selber loben. Auf jeden Fall. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich Materazzo dachte, okay, also aktuell klappt es bei ihm einfach nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Ich lasse ihn draußen, nehme ihn dann mit nach Marbella und baue da den Jungen auf. Also ich glaube nicht, dass er abgeschrieben ist. Das glaube ich auch nicht. Und wenn du ihm halt aufgrund des Drucks keinen Startelf-Einsatz zutraust, und er gegen Leipzig reinkommt und dann eine große Chance nicht machst, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, dann ist er halt einfach mal komplett außen vor in dem Spiel. Also finde ich jetzt nicht überdramatisch und Roberto Massimo kennt ja die Situation schon zu Genüge, weil das ist nicht das erste Mal, dass er irgendwie aus dem Kader verschwindet. Damals für mehrere Wochen sogar. So sieht's aus. Also der kennt das Kannstatter-Loch, das nochmal hier anzubringen. Ja, der VfB beginnt abwartend, überlässt Freiburg erstmal den Ball. Freiburg bleibt ruhig, das war sehr auffällig, gut strukturiert, spielt geduldig, sie locken den VfB, bringen ihn ins Laufen und über Diagonalbälle kommen sie hinter die Stuttgarter Abwehrkette. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Dann kommen sie auch zu Abschlüsse. In der fünften Minute hat Eggestein gleich eine gute Kopfballmöglichkeit. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ja Endo so ein Stück weit wegcheckt. Also es könnte sein, wenn der Ball reingegangen wäre, dass da der VAR nochmal drauf geguckt hätte. Für mich war das ein bisschen drüber, muss man sagen. Später gab es dann noch eine große Chance für Vincenzo Grifo. Ja, den muss er eigentlich schon machen. In der 30. Ja. Genau. Ihr werdet heute merken, wir gehen jetzt wirklich relativ grob über dieses Spiel, weil, ganz ehrlich, es war ein dramatischer Samstagnachmittag. Aber die Szene muss ich rausnehmen, weil man
in der Entstehung viel sehen konnte, was beim VfB aktuell komplett falsch läuft und Fehler beobachten kann, die man von den Spielern, die ich jetzt ansprechen werde, so eigentlich nicht kennt. Ja? Und diese Szene mit Grifo ist, wie gesagt, für mich sinnbildlich für die letzten Wochen. Du siehst einfach, Eggestein bekommt erstmal viel zu wenig Druck von Endo und Mangala, ja, spielt den Diagonalball auf den rechten Flügel und dann geht's los. Tibidi ist halt sehr jung, deswegen mache ich ihm das nicht zum Vorwurf, aber er verliert so ein Stück weit den hochpostierten Kübler, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, aus den Augen. Und hier ist wieder das Thema, okay, du hast hinten Sosa und Ito, ja, die sind bei Schade, aber müssen die sich jetzt beide um Schade kümmern oder kann nicht einer Kübler übernehmen, beziehungsweise TBD vielleicht anleiten in dem Moment. Also bei Ito sage ich, den nehme ich noch ein bisschen raus. Bei Borna Sosa würde ich sagen, er ist jetzt eigentlich schon einer der erfahreneren Spieler, die dann auch das Auge haben müssen, um dann vielleicht die ganz Jungen so ein Stück weit mit anzuleiten. Das hat mir in diesem Moment gefehlt. Kübler kratzt dann den Ball gerade noch von der Grundlinie, flankt den in den Strafraum und Grifo verpasst. Du hast gesagt, normal macht er das Ding. In dem Fall hatte man Glück. Und was ich eigentlich ansprechen wollte ist, es war der absolute Hammer, wie viel Platz Höhler und Grifo im Zentrum hatten. Ja, also du siehst einfach Mangala, der trottet einfach nur locker umher. Also der ist überhaupt nicht in der Situation. Und das hat mich brutal genervt, muss ich sagen, weil du bist halt 30 Minuten im Spiel. Bis dahin ist nicht viel passiert. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, dass wir uns erstmal eine Auszeit nehmen mussten. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Und trotzdem ist Mangala noch nicht so richtig im Spiel, verliert Höhler komplett aus den Augen. Und dann hast du im Zentrum wirklich Grifo und Höhler komplett frei. Und das ist eigentlich unfassbar. Also das sind ja Angriffe, die man von den Freiburgern kennt, die sehr wahrscheinlich der Mannschaft auch mal gezeigt wurden. Und ich finde, das musst du besser verteidigen können. Und dir fällt auch in der Szene auf, keine Abstimmung, keine Kommunikation auf dem Platz, keiner fühlt sich zuständig. Und du bist hier immer noch in einer Situation, wo es 0-0 steht, ja. Und du kannst vielleicht auch so ein bisschen selbst, mit mehr Selbstvertrauen auf dem Platz rumlaufen, weil du hast mal 30 Minuten überstanden, ja. War genau, natürlich im Gegensatz kein großer Druck. Zum Spiel gegen Leipzig, wo du dann gleich wirklich den Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommst durch den Elfmeter, bist du da ja immer noch im Spiel einfach. Und es sieht ja auch nicht komplett beschissen aus, sondern Freiburg macht halt jetzt auch nicht viel, aber ja, der VfB hat das ja bis dahin ganz gut gelöst, aber ja, so wie du sagst, das war ja eine Szene, die haben wir dann wieder und wieder gesehen, dass die Freiburger im VfB-Strafraum immer wieder an den Ball kamen, den zweiten Ball bekommen haben, den dritten Ball bekommen haben, rauslegen konnten an die Strafraumgrenze und das hat sich ja so ab der 30. ständig wiederholt, wo man dachte, oh, wie lange geht das noch gut? Das ist es. Also das hat mich richtig gefrustet und umso häufiger man sich diese Entstehung anschaut zur Grifo-Chance, umso wütender wird man eigentlich, weil du hast hier kein Coaching-Problem oder dass die Mannschaft schlecht vorbereitet ist. Du merkst einfach, wie stark die Belastung der Tabellensituation für die Mannschaft ist. Und du merkst halt einfach, die sind komplett verunsichert. Es fehlt komplett das Selbstvertrauen. Nur auf der anderen Seite lasse ich das nicht als Ausrede gelten. Also du musst in solchen Situationen noch mehr machen. Ja, und die Mannschaft wird immer passiver in solchen Momenten. Und da, finde ich, kann man mittlerweile verlangen, dass der Schalter eigentlich bei jedem umgelegt sein müsste. Ja, also dass es mal in ein, zwei Partien passiert, dass du dann auch erdrückt wirst von der Situation, okay. Ja. Aber wir sind jetzt nicht erst seit gestern im Abstiegskampf. Also der VfB steht gefühlt seit Dezember mit dem Rücken zur Wand. Und das erkenne ich immer noch nicht auf dem Platz. Ist ein Problem. Sehe ich ganz genauso. Man würde sich mal einen Spieler wünschen, der dann vielleicht mal übermotiviert ist, aber es wirkt halt eher so, als ob alle irgendwie untermotiviert sind. Habe ich nachher noch eine Statistik für dich, die haut dich um. Und wir haben da hinten eine Dreierkette, die ist halt nun wirklich alles andere als nicht eingespielt, sondern die kennen sich und trotzdem, kommen wir später noch zu, fehlt da irgendwie die Kommunikation und die Abstimmung und das kann nicht sein und hat auch die nötige Konsequenz einfach. So sieht's aus. Wenn der VfB mal umschalten kann, Beispiel 9. Minute überführig, fehlt das Tempo und die Laufwege stimmen nicht, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man taktisch sich ein bisschen was anderes überlegt hat mit TBD und Koulibaly, so als hängende Spitze oder als Doppelzehn, wie auch immer man das ausdrücken möchte, spielen halt eine andere Rolle als andere Spieler, die zuvor sozusagen auf der Doppel-8 oder auf der Doppelzehn gespielt haben. Also das merkt man einfach und da kann ich verstehen, dass man nicht immer die Laufwege so drauf hat, aber in diesen Umschaltmomenten müsste ja eigentlich der Laufweg klar sein. Wir gehen vertikal, einer versucht zu kreuzen, der andere versucht vielleicht einen Raum aufzumachen für den Ballführenden. All das passiert nicht. Ja, und kurz zu dieser Szene in der 9. Minute, die führe ich dann mit einem fast schon Verzweiflungsschuss abschließt. Da erobert Mangala, beziehungsweise der fängt einen Schlotterbeck Pass ab. Das macht er ganz gut. Und dann schaltet der VfB um. Und du siehst, wir stehen 3-3. Also eigentlich eine gute Situation. Der VfB hat den Ball, kommt mit Tempo auf die Kette zu. Schlotterbeck ist hinter dem Ball, was auch nochmal gut ist, weil der da schon hinten die Ordnung mit reinbringt in die Defensive. Und ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, dann siehst du, wie Chris Führig irgendwann nicht mehr weiß, was er mit dem Ball machen muss, weil TBD, der merkt überhaupt nicht, dass er jetzt möglichst schnell Richtung Box unterwegs sein müsste. Der trabt da wirklich im Halbraum umher, komplett keine Dynamik, nix. Also
ich möchte jetzt wirklich nicht den 18-Jährigen hier dissen oder so, aber es ist ja trotzdem ein Fehler, den man ansprechen muss. Ja, ja. Und auf der anderen Seite siehst du halt Koulibaly, der da auch, der versucht zwar im Vollsprint sich irgendwie anzubieten, aber das ist auch nicht wirklich überlegt. Also auch da fehlt mir so ein Stück weit, dass er vielleicht mal auf die rechte Seite ein Stück weit rauszieht oder wirklich versucht zu kreuzen, einfach Räume zu schaffen für den Ballführenden, das fehlt komplett. Und dann hast du, wie gesagt, diese Umschaltsituation, die du im 3 gegen 3 startest und du beendest diese Umschaltsituation im 3 gegen 6. Das heißt, drei weitere Freiburger schaffen es noch, hinter den Ball zu kommen. Und das ist einfach scheiße ausgespielt, muss man sagen. Also ja, und genau, und auch wenn die Laufwege und dann noch nicht stimmen, die man dann vielleicht in Marbella dann nochmal verfeinern kann und einstudieren kann, gibt es halt auch einfach, also das Problem, was ich sehe, ich weiß gar nicht, das war auch in der ersten Halbzeit eine Situation, da wird ein Konter gespielt über Endo und Führig, glaube ich, und da stimmt halt einfach die Passschärfe nicht mehr. Und das haben wir in der letzten Saison wirklich perfekt hinbekommen, dass die Pässe scharf gespielt wurden, mit Druck, ja, dass die wirklich schnell waren. Und jetzt werden die Pässe halt mit gefühlt 1,5 km/h gespielt, dann noch ungenau in den Rücken gespielt, und das reicht natürlich einer Mannschaft wie Freiburg, um sich dann wieder zu stellen. Also läufst halt wirklich 3 gegen 3, spielst einen Pass zu langsam, einen in den Rücken und zack, sind die wieder zu 5 zu 6 hinten. Und da fehlt dem VfB in den Umschaltmomenten einfach Präzision und das Tempo, was auch für mich ein Ausdruck ist vom mangelnden Selbstvertrauen aktuell. Absolut. Passeffizienz ist ein super Thema, habe ich mir auch notiert. Also einfach, wenn du dir mal die Passwerte anschaust, dann fällt dir auf, es fehlt komplett die Vertikalität im Spiel des VfB Stuttgart. Das kann man natürlich mit dieser Verunsicherung erklären. Ja, also klar, wenn alles läuft, du stehst auf Platz 9 und weiß nicht, hast am 25. Spieltag 33 Punkte, klar, dann spielst du den einen oder anderen Risikopass. Und man darf auch nicht vergessen, du hattest eine andere Qualität im letzten Jahr. Natürlich spielt ein, ja, ich sag jetzt mal, ein Nicolas Gonzalez einen anderen Pass als ein Alexi TBD. Muss man auch dazu sagen. Nur trotzdem, Passeffizienz, das heißt, wie gut sind die Pässe, wie riskant sind die Pässe, fallen nicht die von mir gerade genannten jungen Spieler ab, sondern da hast du ein Ito mit einem Katastrophenwert in Sachen Passeffizienz mit minus 4,3, Endo mit einem schlechten Wert in Sachen Passeffizienz, für Sosa geht das gleiche, für Dinos auch. Jetzt habe ich hier drei entscheidende Spieler für den Spielaufbau angesprochen. Ito, ja, der immer wichtig ist, um Dinge zu initiieren, hat einen rabenschwarzen Tag. Endo kriegt nichts gebacken, muss man sagen. Natürlich, der ist immer bemüht, also dem spreche ich den Einsatz nie ab. Aber du merkst halt auch, dass die Gegner es immer leichter haben, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Weil einerseits er nicht mehr die Kraft hat, um wirklich so durchzuziehen, wie vielleicht noch in der letzten Saison. Und auf der anderen Seite fehlt ihm brutal ein Partner, der ihm aktuell so ein Stück weit den Rücken frei hat, beziehungsweise ihn unterstützt. Mangala ist da momentan auch nicht auf dem Niveau, dass man sich vielleicht von ihm erhofft hat, muss man sagen. Und Borna Sosa, den werde ich heute mehrfach kritisieren, oder? Genau, aber den nehme ich eigentlich raus. Genau, also muss man in Schutz nehmen, seine muskulären Probleme, die anscheinend von den Weisheitszähnen herrühren, die, ich weiß nicht, wann er seinen Zahnarzttermin hat oder vielleicht sogar eine Zahnklinik. Das machen wir hier nachher. Achso, machen wir, okay. Die kommen diese Woche raus und hat, finde ich, am Samstag deutlich gemerkt, dass er nicht das abrufen kann, was er zu leisten imstande ist. Also es war keine gute Partie von ihm, aber ich finde, man hat auch den Eindruck, dass er einfach körperlich nicht auf der Höhe war. Ja, also keine gute Partie von ihm. Und ich möchte mal ganz kurz auf die Halbposition ansprechen, weil es fehlen grundsätzlich Zuspielmöglichkeiten auf diesen Halbpositionen. Also wer das jetzt nicht genau weiß, Halbpositionen sind praktisch die Räume zwischen der Außenbahn und dem Zentrum. Ja? Also manchmal muss man das ein bisschen dazu erklären. Wurde mir neulich noch gesagt, dass das nicht jeder weiß, und wir gehen immer davon aus, dass jeder jeden Fußballfachbegriff kennt. Also das sind praktisch die Räume, die Gonzalo Castro für sich in der letzten Saison entdeckt hat, um den hier auch schon mal unterzubringen. Ja? Und aus meiner Sicht brauchst du halt einen Achter oder am besten zwei, die so ein Stück weit deine Offensive unterstützen. Also dieser Dreiersturm funktioniert meiner Meinung nach nur mit Pass- und spielstarken Offensivspielern. Und du hast jetzt mit TBD und Koulibaly eigentlich eher zwei Umschaltspieler drin. Die haben auch ihre Qualität, Tempo und so. Und die Dribblings, das ist auch gut, ja, das möchte ich eigentlich auch haben. Aber du merkst halt, dass diese Halbräume komplett blank sind, und da fehlt tatsächlich einfach wie so ein Mannschaftsteil, kann man sagen. Also ja, vorne im Angriff warten Leute sozusagen auf die Zuspiele, die aber nicht kommen können, weil die beiführenden Spieler, Mangala, Endo, viel zu weit voneinander weg sind. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Ketten, die passen überhaupt nicht mehr zusammen. Und wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche so einen leichten Konflikt gehabt, was Struktur angeht. Hier merkt man definitiv, dass Abläufe nicht mehr passen. Also dass die Ketten nicht mehr miteinander so interagieren, wie du das eigentlich machen müsstest, um dir dann Chancen zu erspielen und gleichzeitig auch, um gut abzusichern, wenn der Konter läuft des Gegners. Ja. Also das ist mir aufgefallen, und das ist ein Problem, daran müssen sie arbeiten.
Sascha ist dann noch ein Kandidat, den muss ich ja lobend erwähnen. Der versucht dann immer mal wieder, versucht immer mal wieder diese Halbräume zu besetzen, löst sich dann aus dem Sturmzentrum, geht in diese Halbräume, ist da wirklich sichtlich bemüht, fehlt aber dann natürlich vorne als Anspielstation. Genau, das war ein Problem. Ich habe mir auch irgendwie wieder Pros und Kontras bei den Spielern so ein bisschen notiert und habe bei Kalajdzic bei seiner Heatmap ein Ausrufezeichen dran gemacht, weil er hat wirklich die zwei roten Punkte nahe der Mittellinie. Wo man merkt, also der ist halt vorne verzweifelt, weil er keine Bälle bekommt, geht dann zurück, ist da auch gut, behauptet er auch die Bälle, hat ja wieder eine gute Zweikampfquote gehabt, behauptet die Bälle und spielt dann, die Bälle auf sich selber. Ne? Er fehlt dann natürlich vorne und ich finde das brutal. Er ist jetzt halt zum dritten Mal über 90 Minuten gegangen, nach einer halben Jahr Verletzungspause. Und er spielt richtig gut. Und dann lese ich heute beim SWR, drittes Spiel in Folge kein Tor geschossen. Ja, das ist natürlich Quatsch, der macht gerade den Kalajdzic, der macht den Endo, er macht den Mangala. Also was soll er sonst noch machen? Ne? Da passt es halt gerade nicht. Und ich hoffe, dass man diese Automatismen jetzt wieder irgendwie einschleifen kann in die Mannschaft. Ich glaube, das war auch ein Stück weit die Idee, dass sich Sascha ein bisschen fallen lässt und dann sozusagen die Bälle verteilt auf Koulibaly und auf TBD. Man muss aber sagen, bei Koulibaly merkst du einfach, dem fehlt komplett der Torriecher. Ja, also dem muss der Ball eigentlich vor die Füße fallen, weil der hat... Ja, die musste anschießen. Ja, der hat irgendwie kein Gefühl für Räume. Ja. Also das fällt dir ganz oft auf. Der ist natürlich, das ist schon, irgendwie ist das ein geiler Zocker. Ja, also mit dem würde ich gerne mal irgendwie in den Käfig gehen oder so. Das macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß. Aber in so einem Bundesligaspiel hast du das Gefühl, dass er einfach das taktische Verständnis nicht mitbringt, was du jetzt eigentlich brauchst, um dann, wie gesagt, Räume zu reißen, selber in Räume zu starten, die er dann natürlich auch erkennen muss, die dann von Ito, von Sascha, der dann ablegt, oder dass du halt häufiger diese Steil-Klatsch-Situation auch hervorrufen kannst. Sascha kriegt den Ball, lässt klatschen auf Orel, der schickt TBD oder Koulibaly. Diese Situation gibt's ja gar nicht. Ja. Also das ist echt... traurig, muss man fast schon sagen. Ja, ja, ich glaube, es ist auch vielleicht ein Problem, dass der VfB jetzt wirklich die komplette Hinrunde ohne Kalajdzic gespielt hat. Jetzt ist er wieder da und jetzt musst du ja doch das Spiel einfach umstellen und es scheint nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern es scheint auch Zeit zu brauchen. Vielleicht braucht es ein Trainingslager, dass das wieder funktioniert, weil er ist ja präsent, er ist gut, aber es klappt halt einfach noch nicht. So sieht's aus. Und was auch noch auffällig war, dass man in der Anfangsphase ausnahmsweise mal aus der Distanz geschossen hat. Ja, einmal Führig, auffällig, einmal Kalajdzic. Man muss dazu sagen, beide Versuche gingen weit am Tor vorbei. Sehr, sehr schlecht, ja. Und es waren dann auch die einzigen. Ja. Dann war wieder Feierabend. Und man muss sagen, bei Führig war es wirklich eher, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, jetzt schieße ich halt. Ja, ja, aber ich meine, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, schießen aufs Tor. Also, ich kann damit leben. Also gerade in der Anfangsphase, alles fein. Aber warum man das nicht dann nochmal später auch versucht hat, so ein bisschen mehr in die Waagschale zu werfen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht fehlt dann der Mut. Aber das kann eigentlich keine Erklärung sein. Also du hast ja junge Spieler auf dem Platz stehen. Und ganz ehrlich, wenn es dann mal irgendwie 0-1 steht, gegen dich, es läuft sowieso nichts. Was hast du denn zu verlieren? Also bist du halt der Dritte, der drüber schießt. Who cares? Also echt. Sosa gelang dann noch etwas, was wir erwähnen müssen, nämlich, ich glaube, die einzig gute Flanke im gesamten Spiel von ihm. Du kannst dich erinnern, Nico Schlotterbeck fing dann diese Flanke ab. Ja. Und dann gab es diese unfreiwillige Rückgabe auf Flecken. Ich glaube, darüber braucht man nicht sprechen, ob das jetzt eine zu ahnende Rückgabe war. Gesagt, ich habe im Fanradio gesagt, sie war natürlich gewollt, aber das ist, glaube ich, nicht haltbar. Ja, und warum erwähne ich diese Szene? Weil sie ganz entscheidend war, denn du siehst bei der Balleroberung, wie gut der VfB es eigentlich machen kann, wie gut der VfB pressen kann. Du siehst halt einfach, Freiburg hat Einwurf und da stellt Stuttgart richtig gut zu, erzeugt Druck und dann merkst du, dann kommen auf einmal auch die Freiburger ins Schwimmen. Ja? Dann hat DBD ein bisschen Glück, fängt den Ball ab. Das war kein richtiger Befreiungsschlag, also die Freiburger haben schon versucht, die Situation halbwegs spielerisch zu lösen, vielleicht ein bisschen rustikaler, als es der VfB machen würde, aber wo uns das hingeführt hat, sehen wir ja aktuell, also ist das völlig okay. Und das war einfach eine gute Möglichkeit und ich finde, solche Szenen hast du viel zu selten gesehen und die sind eigentlich einfach zu kreieren, sage ich jetzt mal, weil es gab Einwürfe in der eigenen Hälfte der Freiburger, da hat sich der VfB auch zu blöd angestellt. Ich bringe es jetzt einfach mal so auf den Punkt, aber das war noch eine halbwegs gefährliche Situation, wenn der Schlotterbeck nicht rankommt, steht dahinter Koulibaly und kriegt vielleicht den Ball. Also ich sage jetzt nicht, dass er ihn reinmacht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und was auch auffällig war, Freiburg schafft es halt dann wirklich mit wenig Aufwand, den VfB vor große Probleme zu stellen. Da sind wir jetzt bei diesen großen Problemen, die man abschaffen muss. Und nur mal so ein paar taktische Schachzüge, die mir aufgefallen sind, die dem VfB komplett den Stecker gezogen haben. Das ging damit los, dass Günther sehr hoch geschoben hat und somit Führig in der Defensive gebunden hat. Somit lässt er auch Mafropanus wenig Spielraum, um sich mit nach vorne einzuschalten. Das heißt, du nimmst hier auf jeden Fall schon mal eine Waffe,
Grüße an, gehen raus an Sven Mislintat. Dinos Mavropanos konnte einfach nicht so nach vorne stürmen, wie wir das von ihm schon gesehen haben. Also das hing damit zusammen, dass Günther einfach auch immer gefährlich lauerte, sich auch im Ballbesitz der Stuttgarter nicht so weit zurückfallen lassen hat, wie er das sonst vielleicht als Linksverteidiger tut. Das war wirklich gut. Grifo schafft Übergewicht im Zentrum, ja, im linken Halbraum, bindet so Endo. In der Defensive war auch gut. Höhler lässt sich aus der Angriffsreihe in den rechten Halbraum fallen. Ja, er bindet Mangala und Höhler und Schade haben sich dann immer gut abgewechselt und das sorgte auch wieder für Verwirrung. Deswegen hatten wir solche Situationen wie von mir vorhin beschrieben. Ito, der dann zusammen mit Borna Sosa plötzlich Schade deckt, aber keiner ist bei Höhler. Also das waren Situationen, die einfach diese Variationen der Freiburger hervorgerufen haben. Und was man auch sagen muss, dadurch, dass sich dann ein Grifo in den Halbraum fallen lässt, ein Höhler in den Halbraum fallen lässt, verhinderst du halt auch, dass sich Mangala und oder Endo mehr ins Pressing einschalten können. Also die können nicht so aggressiv pressen, ja, weil sie dann natürlich diese Halbräume erstmal aufgeben müssen und Schiss haben, dass dann die Pässe kommen auf einen Grifo, auf einen Höhler. Und gerade bei Grifo brauche ich dir nicht erzählen, was der dann für Fähigkeiten hat. Und das hast du halt auch gemerkt. Das waren relativ einfache Kniffe, die dazu geführt haben, dass der VfB Probleme hatte. Und wenn du mich fragst, musst du darauf als Trainer früher reagieren. Ja? Und jetzt ist es immer schwierig, dann wirklich schon in der ersten Halbzeit zu wechseln. Aber also ich hätte, glaube ich, fast in der ersten Halbzeit schon gewechselt, weil du hast einfach gemerkt, dass einfach, wie gesagt, dieser Achter fehlt. Und ich glaube, wenn da Karasor, Nathey oder Ahamada neben Endo gespielt hätte und Mangala wäre sozusagen auf diese Achterposition gegangen und du hättest dann vorne umgestellt auf Doppelspitze, Sascha zusammen mit TBD oder mit Koulibaly, je nachdem, ich glaube, dass du dann die Räume besser hättest besetzen können und gleichzeitig die Möglichkeit gegeben hättest, für einen Mangala zum Beispiel dann auch schon einen Eggestein anzulaufen und so. Also hier hätte ich mir gewünscht, dass man dann spätestens, sag ich mal, zur 50., 55. Minute, vielleicht sogar zur Halbzeit, diesen taktischen Wechsel vornimmt und einfach darauf reagiert, weil es war halt offensichtlich. Und das hat mich auch wieder etwas frustriert, muss ich sagen. Und um das jetzt noch abzuschließen, du siehst halt, wenn du Druck auf Endo, Mangala und Sosa ausübst, das reicht, um die komplette Stuttgarter Offensive komplett zu killen. Die drei Spieler nimmst du raus, ja, das war's. Klar, du hast noch eventuell noch lange Bälle von Ito, aber die kamen halt auch nicht gegen Freiburg und dann ja, geht halt nicht mehr viel. So sieht's aus. 35. Minute, Sebastian. Ja. Jetzt geht's um den Elfmeter. Ja. Und der bietet ein Stück weit Diskussionspotenzial, möchte ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen die Szene jetzt nicht 100-mal erklären. Jeder weiß es. Alexi TBD gegen Lukas Kübler. TBD geht ins Dribbling. Er wartet so ein Stück weit auf eine Bewegung von Kübler. Der stellt dann den Fuß raus. Ja, TBD sieht das, nimmt das Geschenk an. Der Stieler pfeift. Du musst diesen Elfmeter nicht pfeifen, kannst ihn aber pfeifen. Und dann war für uns klar, okay, der hat gepfiffen, der Kontakt war da, das Ding ist durch. Ja. Plötzlich, jetzt muss man vorsichtig sein, meldet sich Köln. Wir werden das nachher dann noch ein bisschen vertiefen. So sah es für uns zumindest aus. Köln meldet sich, Stieler hört sich das an, was die zu sagen haben, entscheidet sich, dass er nochmal rausgeht, sich die Szene nochmal anschaut, sieht diese Szene, entscheidet, okay, ich habe mich falsch entschieden, den Elfmeter nehme ich zurück. So, und jetzt sage ich erstmal zwei Sachen, bevor ich über deine Meinung dann gespannt bin. Also, wir sehen das in der Slow-Mo und du hast dann immer wieder gehört, der Kübler, sein Fuß, der steht ja schon. Also mal ganz ehrlich, Leute, der Fuß geht raus, ja, ja. Der Fuß stellt sich sozusagen in den Weg von Koulibaly, von TBD, sorry. Und ja, klar, TBD könnte jetzt um den Fuß rumlaufen, aber um mal bei Freiburg zu bleiben, Christian Streich hätte zum Beispiel auch damals bei Abraham aus dem Weg gehen können. Also das ist genau, das ist eine ähnliche Szene für mich. Weißt du, kannst ja nicht einen Fuß rausstellen, eine klare Bewegung hin zum Spieler machen und dann davon ausgehen, dass jetzt der Spieler um deinen Fuß rumläuft, genau, im Strafraum. Genau, als wenn Christian Streich der Trainer von Alexis TBD wäre, hätte er gesagt, der läuft doch nur geradeaus. Ja. Der läuft doch nur geradeaus und dann ist da der Kübler im Weg. Ja? Also ich weiß nicht, wie es du siehst. Wir hören uns jetzt gleich, also pass auf, bevor du darauf antwortest. Ach nee, ich muss noch eins sagen. Das ist mir noch ganz wichtig, bevor wir jetzt über die Wahrscheinlichkeit des Elfmeters sprechen und was weiß ich. Ich bin der Meinung, wenn es einen Kontakt gab im Strafraum, dann kann es keine klare Fehlentscheidung sein und dann kannst du eigentlich einen Elfmeter nicht zurücknehmen. Genau, aber wir kommen ja auch noch drauf, dass es gar nicht darum geht, ob es eine klare Fehlentscheidung war. Das wollte ich jetzt noch kurz zum Besten geben. Und jetzt hören wir uns mal an, was Pellegrino Matarazzo zu diesem nicht gegebenen Elfmeter zu sagen hat. Von der Bank sah es aus wie ein Elfmeter, von der Bewegungsablauf her. Aber ich glaube, im Video, beziehungsweise auch hautnah, sieht man das auch anders.
Also ich persönlich finde, dass ein Gegenspieler auch zum Ball eine Bewegung macht, zum Ball hat so einen sozusagen Ausfallschritt, sein rechtes Knie ist auch gebeugt und wird auch getroffen und fällt. Also wenn er aus dem Spiel keinen Elfmeter pfeift, sage ich auch nichts, aber ich sage, das ist vom Gefühl her 30-35% Elfmeter und sollte eigentlich nicht zurückgepfiffen worden sein. Warum bringe ich dieses Zitat als erstes? Weil es für mich die ehrlichste Meinung ist zu dieser Situation. Es ist kein Muss-Elfmeter, es ist so eine 30-35%ige Sache. Ja, wenn der Schiedsrichter sich aber entscheidet, diesen Elfmeter zu geben, weil es für ihn einen Kontakt gab, der den Spieler zu Fall bringt, einen absichtlichen Kontakt nach einer, oder sagen wir mal, einen Kontakt nach einer absichtlichen Bewegung, dann muss er eigentlich auch durchziehen. Pfeift er ihn nicht, werden wir uns trotzdem aufregen. Aber nicht so lange. So, und du findest Argumente, dass du sagen kannst, ja, okay, war vielleicht schon ein bisschen TBD-mäßig. Genau, und ich finde es halt auch nicht ganz unentscheidend, wie Stieler den Elfmeter pfeift, weil er steht, glaube ich, zentral, so 16er-Linie, hat 2-3 Meter zur Situation, er sieht die und er pfeift sofort. Er pfeift sofort. Sofort entschlossen, ne? Auf den Punkt. Und er hat freie Sicht und er sieht die Situation und er bewertet sie als Elfmeter. Und das heißt, er kann keine Zweifel gehabt haben der Sekunde. Und dann ist ja das Narrativ am Montag gewesen, dass er dann doch Zweifel gehabt hat. Denn also offiziell heißt es ja, nicht Köln hat sich bei Stieler gemeldet, sondern Stieler in Köln und hat gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, kann ich mir die Szene nochmal angucken? Und das VAR-Protokoll, das wusste ich auch nicht, gibt diesen Spielraum. Der Schiedsrichter kann, wenn es ein Tor gibt, eine rote Karte, eine Spielerverwechslung oder einen Elfmeter, jederzeit sagen, ich möchte die Szene nochmal sehen, wenn er Zweifel dran hat. Die hat Stieler gehabt, laut offizieller Kommunikation. Ich habe da tatsächlich meine Zweifel dran und guckt sich's nochmal an und sagt dann, okay, ist doch kein Elfmeter. Colinas Erben haben das sozusagen in den Umlauf gebracht und die haben geschrieben, Dennis Aitken hat heute bei Sky 90 gesagt, Tobias Stieler habe von sich aus das Review initiiert, weil er sich bei seiner Entscheidung nicht ganz sicher gewesen sei. Das Protokoll gibt ihm das Recht dazu, eine Eingriffsschwelle ist dabei nicht zu beachten. Dass Referees selbst ein Review initiieren, ist laut sportlicher Leitung der Schiedsrichter in etwa 5% aller Reviews der Fall. Also selten, rund 95% der Reviews kommen mithin auf Empfehlungen des VAR zustande. In Freiburg war es anders. So, das ist jetzt mal die Aussage von Dennis Aitken. Man muss dazu sagen, ich habe noch nie irgendjemanden von Astro TV geglaubt. Noch nie. Dementsprechend stelle ich hier auch mal Dennis Aitkens Aussage in Frage. Und wir müssen alles in Frage stellen. Das wissen wir ja auch, der VfB ist im Trainingslager, um alles auf den Prüfstand zu stellen. Und auch wir stellen alles in Frage. Wieso kommuniziert man sowas nicht? Ich verstehe, das ist für mich eigentlich der Hammer. Du hast eine Kommunikation zwischen Köln und Stieler auf dem Platz, die ständig recorded wird. Das wurde ja in mehreren Dokus jetzt schon berichtet. Ja. Mein Gott, was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn es so war? Einfach diesen Audioschnipsel zu veröffentlichen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja, oder der Stieler stellt sich halt nach dem Spiel hin und sagt und wird gefragt, warum ja, hast du den Elfer zurückgenommen? Und er sagt, ich war mir unsicher, ich habe es angefordert, aber es kann ja nicht sein, dass, jetzt übertrieben gesagt, ganz Fußball-Deutschland von Samstagnachmittag bis Montagmorgen drüber diskutiert und wir dann das sieht man im Podcast nicht, die vermeintliche Wahrheit, am Montagmorgen erfährt, weil der Stieler mit dem Aitken geschnackt hat am Telefon und der Aitken dann am Sonntag in irgendeiner Talkshow diese Story erzählt. Also das kann doch nicht sein. Das muss, wenn es so war, offiziell kommuniziert werden, während des Spiels oder spätestens nach dem Spiel. Aber so ist das komplett daneben. Ja, und ich erfahre es dann über den Account von Colinas Erben. Also ich meine, weil man dem DFB-Schiri-Account schon lange entfolgt ist. Ja, also komm, da brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden. Das ist der lächerlichste Account, den ich je erlebt habe. Aber es ist halt für mich unverständlich, wenn du diese Protokolle sozusagen hast oder beziehungsweise die Möglichkeit, diese Kommunikation so aufzuschlüsseln. Dann nimmst du doch auch Sven Mislintat, den ganzen Fans, den Spielern, Matarazzo einfach die kompletten Argumente aus der Hand und die Situation ist fein aufgeklärt. Ich verstehe nicht, warum es der DFB nicht hinbekommt, diese Kommunikation zu verbessern. Der VAR an sich, also ich bin kein Fan davon, aber es leuchtet mir schon ein, warum man mittlerweile mit VAR arbeitet. Und in der Regel muss man ja auch sagen, entscheidet oder kommt durch den VAR mehr Gerechtigkeit zustande als ohne den VAR. Genau, das ist das Ding. Aber ich finde, die Fehlentscheidungen, die trotzdem stehen bleiben, die sind halt 10-mal so schlimm wie die bisherigen Fehlentscheidungen. Ja, weil sie komplett
nicht nachvollziehbar genau. sind. Und ich glaube, der DFB hat halt kein Interesse daran, dass diese Kommunikation öffentlich wird, weil wir erinnern uns an Robert, gib mir mal Hintertor hoch. Ja. Robert, ich erkenne da nichts. Da haben wir die Kommunikation mitbekommen. Warum? Weil die Feldmikrofone da standen, wo sie stehen. Und meiner Meinung nach stehen die jetzt woanders, damit man es nicht mehr mitbekommt. Ja, klar. Also, man hat kein Interesse daran, das transparent zu machen. Solange das so ist, muss man sagen, ist halt, ich sage jetzt nicht Schiebung, aber ist halt der Manipulation Tür und Tor geöffnet, weil wir wissen nicht, hat sich Köln gemeldet, hat sich Köln nicht gemeldet, hat sich Stieler in Köln gemeldet, hat sich sonst jemand gemeldet? Also wie ist dieser Elfmeter bzw. Nicht-Elfmeter zustande gekommen? Solange diese Kommunikation nicht veröffentlicht wird, unterstelle ich denen einfach, dass die uns anlügen. Ja, und wenn man halt dann das hört, ne, der Stieler hat von sich aus das eingefordert, das wirklich nach Wiesbaden glaube ich das nur bedingt, muss ich sagen. Ja, und guck dir doch die Fernsehbilder an, das deckt sich überhaupt nicht mit der Körpersprache von ihm. Also du siehst einfach, er bleibt stehen, er fässt sich sogar ans Ohr. Ja, also es muss ja, klar, wenn er sagt, ich muss es mir nochmal anschauen, ja, verstehe ich, muss er sich auch ans Ohr langen, weil das halt das Protokoll vorsieht. Aber du pfeifst ja nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde ganz klar sofort einen Elfmeter und das dann, sorry, ich habe doch Zweifel. Also, nee. Also da stimmt einiges nicht, aber wir haben noch mehrere Stimmen zusammengetragen. Das sagt Christian Streich über den nicht gegebenen Elfer. Sebastian, jetzt wird's hart. Lukas Kübler macht nichts. Nichts. Keine Bewegung zum Gegenspieler. Nichts. Und ich sage auch nicht, dass der, ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Tibisi. Korrekt. Der Gegenspieler lässt sich auch nicht fallen. Aber er will, läuft vorbei und läuft in seinen Fuß. Aber Lukas Kübler macht gar nichts. Elfmeter ist es, soll es immer sein, wenn es ein richtiges Foul ist im Strafraum. Das hatten wir schon mal mit dem Kunku. Berührung. Das geht nicht. Es ist ganz klar kein Elfmeter. Und zum Glück gibt es dann da den Videobeweis, dass du diese Sache zurücknehmen kannst. Das ist so. Das ist kein Elfmeter. Auf keinen Fall darf das Elfmeter sein. So, der Ethikrat hat gesprochen, Sebastian. Ja. Meinst du, Christian Streich würde mich auch aggressiv machen, wenn er sagen würde, es wäre eigentlich ein klarer Elfmeter? Ich glaube schon. Also Christian Streich ist für mich echt eine schwierige Figur und ich sag dir, warum. Es ist nicht so sehr, dass ich ihn komplett ablehne, weil er hat immer mal wieder Dinge, die er wirklich auf den Punkt bringt mit seiner Art. Ja, da höre ich ihm auch gern zu, das gebe ich offen und ehrlich zu. Nur, er ist ein Opportunist. Ja, er dreht sich die Dinge auch oft so, wie es für ihn gerade passt. Und dieser völlig entspannte Christian Streich, wir hören gleich noch Sven Missenthal zu dieser Aussage direkt, wie er diese bewertet, die Christian Streich hier trifft. Ich erinnere mich noch an eine Szene auf Schalke, wo die komplette Freiburger Bank und wahrscheinlich auch die Schalke Bank Christian Streich davon abhalten musste, den Schiedsrichter, also zumindest mal anzugehen. Ja? Also ich glaube, wenn die Tabellenpositionen jetzt getauscht wären und das wäre so passiert gegen Freiburg, dann hätte Christian Streich nach der Frage dem Reporter die Augen ausgebissen. Ich glaube, Sven bringt es ganz gut auf den Punkt. Hören wir uns mal an. Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Ich wünsche Christian, wenn es mal eine Saison gibt, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nicht so gut läuft, auch zwei Entscheidungen dieser Art bei zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Und dann schauen wir mal, wie relaxed der mit Aussagen dieser Art eines gegnerischen Trainers umgeht. Oder Sportdirektors. Ja, so sieht es nämlich mal aus. Also klar, mag sein, dass er das so für sich entscheidet und sagt, sein Spieler hätte nichts gemacht, aber es ist ja faktisch falsch. Du siehst ja, der Fuß geht raus, es gibt eine Bewegung. Und nochmal, um das jetzt für mich mal aufzuklären, wir hören uns gleich noch Sven Wissentat mit seiner Argumentation an. Danach will ich hören, wie du die Situation abschließend bewertest. Für mich ist ganz klar, der Spieler bietet TBD sein Bein an. Das Bein sagt letzten Endes, bitte hak dich hier ein. Und TBD macht nicht dieses typische Einhaken, sprich er stellt seinen Fuß raus und versucht mehr oder weniger wie beim Angeln irgendwie seinen Haken einzufädeln, so sieht's aus. Sondern das Bein stellt sich TBD in den Weg und ist ursächlich, dass TBD seinen Laufweg nicht fortsetzen kann. Jetzt kann ich aber auch nicht sagen, der Spieler kann sich ja nicht in Luft auflösen, also Kübi, ja, sondern er stellt das Bein raus, ja, also das ist dann leider Gottes ein dummes Foul, ja. Wird vom Schiedsrichter geahndet, da sagen wir alle Danke, und Kübi sollte daraus lernen und es das nächste Mal besser machen. Jetzt Sven Missentat und seine Bewertung zum nicht gegebenen Elfer. Die es nicht gesehen haben, haben es gehört, dass es einen Kontakt gab. Ihn zurückzunehmen ist meines Erachtens ja, unmöglich. Also es ist ganz klar keine klare Fehlentscheidung. Es ist ein Kontakt, es ist keine Schwalbe. Jeder hört es, die Freiburger haben es akzeptiert. Christian Streich ist nicht dafür bekannt, sehr ruhig zu bleiben bei solchen Entscheidungen, wenn er glaubt, sie sind falsch. Ich glaube, ich habe ihn selten bei einer Schiedsrichterentscheidung um Elfmeter so ruhig gesehen. Also wer ein klareres Indiz noch zusätzlich braucht, weiß ich nicht, was das für einen sein sollte.
ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Schon letzte Woche mit Alexi TBD im 16er nach einem sehr umstrittenen Handelfmeter gegen uns, weil es einen Kontakt am Schienbein gab vorher. Heute erneut hilft uns nicht gerade und ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern ist eine Einschränkung, ist nicht akzeptabel mehr. Nicht akzeptabel. Sebastian, jetzt sind wir gespannt auf dein Fazit. Ja, also TBD hat viel Tempo, geht in den Strafraum rein, macht gefühlt 8,5 Übersteiger und bleibt dann am Bein von Kübler hängen. Wenn man sich's dann, wie wir alle ja vermutlich zum 20. Mal anguckt, sieht man, dass Küblers Arm irgendwie noch rausgeht. Also es ist kein Foul, aber auch der Arm geht raus, da berührt er ihn zumindest noch. Aber ursächlich ist unten die Berührung am Fuß von TBD. Wenn du mich jetzt fragst, wollte TBD an dem Spieler vorbeigehen oder wollte er den Elfmeter, sage ich, er wollte den Elfmeter. Wenn du mich fragst, wenn du das in Echtzeit von 10 Schiedsrichtern begutachten lässt, wie viel pfeifen Elfmeter, würde ich sagen, ich bin ein bisschen optimistischer als Materazzo, ich sage 5. Also 50-50, ja. Aber wenn er da gepfiffen wird und mit dieser kurzen Reaktionszeit, mit der kurzen guten Perspektive, die Stieler hat, und er pfeift den, dann ist es ein Elfmeter. Der VAR kann ihn dann meiner Meinung nach nicht zurücknehmen. Laut offizieller Kommunikation hat er ihn auch nicht zurückgenommen. Und dass dann Stieler seinerseits Zweifel an seiner Entscheidung hat, die er 5 Sekunden später voller Inbrunst gefällt hat, finde ich dann auch relativ seltsam. Also ich würde sagen, meine Meinung ist, man muss ihn nicht geben, aber wenn er zu dem Zeitpunkt in Echtzeit und so gepfiffen wird, dann steht er halt. Das lässt praktisch den Rückschluss zu. Köln hat sich gemeldet, hat gesagt, hey, guck's dir doch nochmal an. Und im Nachhinein hat man sich das dann irgendwie anders ausgedacht, damit es nicht mehr ganz so blöd rüberkommt, weil wahrscheinlich dann auch der eine oder andere im Regelbuch gelesen hat, naja gut, wenn es einen Kontakt gab, kann es dann überhaupt eine klare Fehlentscheidung sein? Also das wäre jetzt meine Verschwörungstheorie. Ja. Nö, er pfeift einen Elfmeter, der, ich weiß gar nicht, wer jetzt im Keller dann saß, hat gesagt, guckst dir nochmal an. Sven Jablonski. Ah, ja. guckst dir nochmal an, er guckt sich an und gibt dann keinen Elfmeter und dann merkt man hinterher, naja, eigentlich hätten wir uns da gar nicht einschalten dürfen und dann erfindet man irgendwas. Also das so kommt's rüber, ja. Meine persönliche Verschwörungstheorie. Übrigens hätte es fast noch dazu geführt, also diese Elfmetersituation beziehungsweise das Aberkennen, dass Sven Mistentat von der Bank verwiesen wird. Denn der vierte Offizielle ging zu Sven Mistentat hin beziehungsweise ging zur Bank und hat gesagt, wenn noch einmal ein Satz von ihm kommt, geht er hoch. Und dann war das Sven auch erstmal ruhig. Okay. Es hat gesessen. Tja, also ich habe ja auch noch einen tollen Kommentar am Kicker gefunden. Den lese ich jetzt nicht nochmal vor, weil wir haben es mindestens genauso gut aufgelöst, finde ich. Tja, was natürlich dann besonders dramatisch war, ja, du kriegst diesen Elfmeter, dann wird er dir aberkannt, beziehungsweise der Schiedsrichter entscheidet sich um und du kriegst mehr oder weniger im direkten Gegenzug das 0-1. Das war natürlich besonders bitter. Und auch hier kurz zur Entstehung. Sascha verliert im Mittelfeld den Ball an Höfler. Und was mich da so nervt, du siehst Sascha auf dem Boden sitzen, ja, der stochert um den Ball rum und kein fucking Mitspieler hilft ihm. Der Mangala steht daneben und guckt sich das aus sicherer Entfernung an. Also ganz ehrlich, das hat für mich auch nichts mit irgendeinem Schockmoment oder so zu tun, dass du in diesem Moment halt einfach noch mit diesem Elfmeter zu tun hast oder so. Das sind Profis, leck mir Marsch. Ja. Jetzt wird angepfiffen, es geht weiter, Elfmeter gab's nicht, ab geht's. Und da kannst du so nicht auftreten. Du siehst, und das hatten wir später mit Silas auch nochmal, du siehst, dein Mitspieler braucht Hilfe, verliert den Ball, versucht sich dann am Boden liegend irgendwie noch aus dieser Situation rauszufinden und spitze den sogar Richtung eigene Hälfte. Und niemand kommt auf die Idee, ihm einfach mal zu helfen. Und es hat auch nichts mit taktischer Disziplin zu tun. Denn Orel Mangala hat rein gar nichts zu tun in diesem Moment. Er hätte einfach nur seinem Mitspieler helfen müssen. Das ging für mich gar nicht. Dann kriegt Dimirovic den Ball, kann mit Ball Tempo aufnehmen. Auch hier, guck dir einfach Wataru Endo an. Warum geht er nicht entschlossener auf Dimirovic drauf? Ja, hinter ihm steht nur noch Höhler. Und der wird von Anton und Ito gedeckt. Da frage ich mich halt auch, kommuniziert doch miteinander. Also Anton kann doch dann Endo sagen, schieb raus oder so. Macht er nicht. Stattdessen führt das dazu, dass Endo hinten bleibt, Dimirovic kann gehen und jetzt erkennt auf einmal Chris Führig, scheiße, der Dimirovic ist mehr oder weniger ohne Gegenspieler da unterwegs, geht von der Außenbahn in den Halbraum rein, kümmert sich dann nicht mehr um Günther, ja, und geht auf Dimirovic drauf. Das muss er eigentlich nicht machen, weil Dimirovic hat eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie aufs Tor zu gehen. Er kann nur auf Günther links rausspielen oder er macht was ganz Verrücktes, aber das glaube ich nicht. Also eigentlich hätte auch in dem Moment natürlich Chris Führig erkennen müssen, ich kann bei Günther bleiben, weil Dimirovic nicht allzu viel machen kann, außer den Ball auf den Flügel zu spielen oder von mir aus sich ein Dribbling zu nehmen. Aber eigentlich wäre das aussichtslos gewesen.
Aber Führig nehme ich hier wieder so ein bisschen raus. Führig ist einfach kein Wingback. Ja, ist im besten Fall von mir ist ein Rechtsaußen, aber es ist kein Wingback. Also er verteidigt nicht wie ein Wingback. Deswegen nehme ich den, wie gesagt, so ein Stück weit raus. Der Ball kommt zu Günther, logischerweise. Der schlägt eine flache Flanke, die von Dinos noch so leicht abgefälscht wird. Demirovic sorgt im Strafraum einfach nur für Verwirrung. Ja, er kommt, glaube ich, noch nicht mal richtig an den Ball. Der Ball kommt nämlich dann zu Höhler und der legt ab auf Höfler. Der schießt einfach mal, das haben sie davor auch schon ein paar Mal versucht, der VfB hinten wieder komplett blank, beziehungsweise dann in diesem Raum vorm Strafraum, das war ein paar Mal der Fall. Ito fälscht dann noch unhaltbar ab und das Ding ist drin. Und wenn du die Szene siehst, und du weißt, ich gucke mir sowas dann immer 500 Mal an, du hast wirklich das Gefühl, dass unsere Defensive mit einem Floppy-Laufwerk ausgestattet ist und die Freiburger mit einer SSD-Card sozusagen. Weißt du, das ist was ganz anderes. Technologisch sind die auf unterschiedlichen Betriebssystemen unterwegs. Es passt einfach nicht. Und das ist auch was. Flo Müller bringt es eigentlich auf den Punkt. Der schreibt nämlich nach dem Tor, das ist so schlecht. Und es ist einfach so schlecht. Es ist unerklärbar, wie du so verteidigst. Ja, weil es war die Phase, wo die Freiburger nicht nur den zweiten, sondern auch den dritten und vierten Ball gefühlt bekommen haben. Und der VfB sich da ständig ins völlige Chaos gestürzt hat, wenn die Freiburger den Ball in den VfB-16er bekommen haben. Ne? Ja. Das war ja wirklich gruselig. Und ja, es war wirklich auch die Phase, wo man gedacht hat, also früher oder später fällt jetzt das Freiburger Tor dann natürlich wieder super unglücklich, weil ich denke, Flo Müller hätte einen Schuss gehabt und dann versucht Ito wieder alles, um das irgendwie noch zu klären, die Szene, und fälscht dann halt dann unhaltbar ins eigene Netz ab und kriegt dann, glaube ich, sogar das Tor zugeschrieben. Genau, es wird als Eigentor gewertet. Und dann auch hier nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch nochmal die Reaktion der Mannschaft an. Schaut euch die Reaktion der Spieler an, die Köpfe gehen runter, da steht kein Motivator auf dem Platz, die Motivation kommt von der Bank, Sven Missentat geht dann wieder aus dem Sattel, Atakarasor geht aus dem Sattel, alle anderen hängende Köpfe, das Spiel gefühlt in dem Moment erledigt, 11 Klimowitze stehen da auf dem Platz und das ist nicht gut, also das ist kein Kompliment. Und wir hören uns mal an, wie Sven Missentat dieses Tor bewertet. Ja, das ist ein Thema, das liegt aber dann an uns, das liegt dann nicht mehr an den Refs, sondern das Spiel ist dann eben wieder angepfiffen und muss es trotzdem sauber verteidigen, ist unglücklich, ja, wir waren dran. Aber um darauf zurückzukommen, wenn du das Spiel auf 1-0 stellst, auswärts, dann kannst du es anders spielen, kannst in der kompakten Formation bleiben, kannst ihnen mehr Ball geben, was sie nicht so mögen wie im Umschaltspiel. Ich kann ihm da nicht widersprechen. Klar, führst du, läuft das Spiel anders, ist so. Dennoch muss man sagen, ich glaube nicht, dass der VfB mit dem Elfmeter, und wir gehen jetzt mal davon aus, Sascha hätte den reingemacht, es geschafft hätte, schadlos über die restlichen wie viel wären es gewesen, 55 Minuten oder so zu kommen. Also das ist schon sehr optimistisch, glaube ich, von Sven Missentat, dass es jetzt dann, dass es sich dann so herleitet. Aber du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, Sven Missentat, der verkauft ja auch das 1-7 der Brasilianer gegen Deutschland als Erfolg für Brasilien. Genau, das hat Jörg von Torra über Flo Kohfeldt gesagt. Und ein Stück weit gehe ich damit. Also er spricht es ja auch an, ne, dass das Tor fällt, natürlich nicht mehr ein Fehler der Schiedsrichter ist, sondern halt wirklich nur vom VfB. Und natürlich ist das Spiel erstmal ein anderes, wenn der VfB in Führung geht. Vielleicht ist das genau dieser Erfolgsmoment, den du brauchst, vor allem wenn du seit dann 4,5 Spielen kein Tor geschossen hast. Aber trotzdem war es halt in der Defensive zu wenig, und zu glauben, dass der VfB ein Spiel aktuell 1-0 gewinnt, ist relativ mutig. Und ich würde mal gerne hören, nicht warum der VfB ein Spiel verloren hat wegen der Widrigkeiten, sondern warum der VfB trotz der Widrigkeiten einen Punkt geholt hat oder ein Tor geschossen hat oder drei Punkte geholt hat. Das fehlt mir halt. Ne? Also sagen, egal was passiert, also weil ne, das Tor fällt wann in der 37. Also du hast mehr als eine Halbzeit, um noch ein Tor zu schießen. Und dass dann die Köpfe halt schon runtergehen und keiner auf dem Feld zumindest sagt, hey, egal, weiter geht's halt, ne? Wir brauchen nur ein Tor. Das ist halt schon merkwürdig. Weil das war das, was bei mir ankam, dass das Spiel eigentlich nach diesem 0-1 mehr oder weniger schon durch war. Genau, das ist ein altes VfB-Problem eigentlich, ja. Ne, dass du weißt, wenn der VfB ein Tor bekommt, dann war es das eigentlich, zumal wenn du halt gegen den Tabellenfünften, glaube ich, spielst, die halt dann auch so abgezockt sind, dass man dann denkt, okay, die machen jetzt auch nicht mehr, als sie unbedingt müssen, und halten sich jetzt im VfB vom Leib und legen dann halt irgendwann, wenn es passt, dann nochmal nach. Ja, und keine Frage, klar, Freiburg, du hast es gerade eben gesagt, Tabellenfünfter, die spielen das dann wirklich gut runter, ja, konzentrierte Leistung, machen das richtig gut, aber der VfB ist halt komplett harmlos. Und sobald Freiburg nur einen Ticken aktiver wird, ja, ist der VfB komplett überfordert. Ja. Also du hast das Gefühl, klar, nochmal, das hängt mit dieser Verunsicherung zusammen, ist schon klar. Aber du hast halt wirklich das Gefühl, dass wenn Freiburg einen besseren Tag erwischt hätte
und sie hatten noch nicht mal einen guten Tag, dann hätten die dem VfB da nochmal 2-3 Buden reinschweißen können. Also, ja, das war das gleiche Phänomen wie in Leipzig eigentlich. Ja, aber ne? Da hat man danach auch noch so getan, als wäre es besonders gut gewesen, was man gezeigt ja. hat für eine Leistung. Aber der VfB besser gespielt als gegen Freiburg. Ja, richtig. Ja. Es war besser, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, ja, wir haben den Bock umgestoßen. Weißt du, das war mir auch zu sehr glorifiziert, dieses Spiel gegen Leipzig. Klar. Ja, klar, man versucht dann wahrscheinlich das Positive mitzunehmen, die Mannschaft aufzubauen, aber ehrlicher wäre halt gewesen zu sagen, ja gut, Leipzig hat es halt nicht besonders gut gemacht. Die haben halt überhaupt keinen Druck erzeugen können und eigentlich waren wir immer noch das schwächere Team, weil es uns trotz mehr Ballbesitz, trotz Umschaltmomente, trotz Diagonalbälle von Ito, die ankamen, nicht gelungen ist, überhaupt mal groß Gefahr aufs Tor zu erzeugen. Es gab Chancen, ja, nagelt mich jetzt nicht ans Kreuz, aber es war doch jetzt nicht so, dass der VfB so kurz davor war, den Ausgleich zu machen und das Spiel zu drehen. Das waren alles so, ja, nach Standardsituationen gab es mal immer wieder ein paar gefährliche Situationen und so war es ja jetzt gegen Freiburg auch. Also wir kommen gleich noch auf die 57., wo es dann den Kopfball gibt von Sascha, ja. Den einen Kopfball. Ja, und das war auch noch nicht die größte Chance, würde ich mal sagen. Ja, also es gibt einfach keine Lösung für das Freiburger Gegenpressing. Es fehlt komplett die Körperlichkeit. Ja, Sosa holt sich in der letzten Minute mal eine gelbe Karte ab, sonst passiert da nichts. Ja. Und insgesamt, und das ist jetzt die Statistik, die ich dir mitgebracht habe, als du vorhin auch schon diese Körperlichkeit, die mangelnde, angesprochen hast. Jetzt halte dich fest, Sebastian. Historisches ist passiert am vergangenen Samstag. Nicht nur, dass das 400. Tor unter Christian Streich gefallen ist in der Bundesliga. Auch historisch. Der VfB Stuttgart hat in der gesamten Partie gerade mal 7 Tacklings gesetzt. Oh. Und das sind die wenigsten in einem Spiel in den vergangenen 3 Jahren. Liegt aber daran, dass ich dann keinen Bock mehr hatte, weiter zurückzugucken. Also es kann auch sein, dass es die wenigsten ever waren. Aber ja. Ich bin wirklich 3 Jahre bei WhoScored die Statistiken durchgegangen, um zu schauen, wann der VfB das letzte Mal weniger als 7 Tacklings im gesamten Spiel gesetzt hat. Es war tatsächlich gegen Freiburg der Fall und in den letzten 3 Jahren habe ich keinen vergleichbar schlechten Wert finden können. Nur um das mal in Relation zu setzen. Der Durchschnittswert in der Bundesliga in Sachen Tacklings pro Spiel, pro Mannschaft liegt so bei 15. Ja, man kommt auf 7. Das ist halt nichts. Das ist wahrscheinlich einmal einer versehentlich über den Grashalm gekippt und das wurde auch noch als Tackling gewertet. Das kann es halt nicht sein. Du spielst fucking hier gegen den Abstieg. Und das muss sich irgendwo auch dann widerspiegeln. Und ja, ich verstehe das, dass man verunsichert ist und dass nicht jeder Ball ankommt und was weiß ich. Ich kann das alles verstehen. Aber was immer gehen muss, ist diese Körperlichkeit. Ja? Und wenn du von mir aus dann nach 40 Minuten 5 Mann mit Gelb vorbelastet hast. Ich lasse mir das gefallen, ja. Dann kann der Trainer reagieren. Wir dürfen 5-mal wechseln, theoretisch. Ja. Aber gar nichts zu machen, im gesamten Spiel so viel Tacklings abzurufen wie, weiß ich nicht, in einer normalen Mannschaft ein Defensivspieler, das ist scheiße. Und das will ich auch mal angesprochen haben. Also nicht nur jetzt von mir oder von dir, sondern bei einer Pressekonferenz will ich mal solche Fragen gestellt haben. Wie kommt das zustande, Herr Matarazzo, dass Ihre Mannschaft im Durchschnitt deutlich weniger läuft als jeder Gegner? Und dann möchte ich auch nicht hören, ja, das war ja früher nochmal anders und hin und her. Nein, das sind einfach schlechte Werte. Ja, aber das ist ja das Schöne, ne? Also dann, es wird nicht gestellt, diese Frage. Genau. Warum wird nur 7-mal getackelt? Das möchte ich mal wissen. Ja, und dann zum Wissen hat erzählt er ja, na, wir haben genauso viele Zweikämpfe gewonnen wie die Freiburger. Das sagt er, aber das sagt er halt nicht. Und dann wird er im Doppelpass gefragt, naja, aber die Laufleistung ist ja runtergegangen. Und sagt er, im letzten Jahr sind wir auch nicht so viel gelaufen. Aber keiner fragt, warum man auch nicht mehr sprintet. Ne? Also letztes Jahr wenig gelaufen, viel gesprintet. Dieses Jahr wenig gelaufen, wenig gesprintet. Und das sieht man. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, das sind nur Zahlen. Man sieht es ja wirklich. Ne? Und es macht sich auf dem Platz wirklich, wird es deutlich. Und da stimmt halt irgendwas nicht. Nee, absolut. Und wenn du auch siehst, wie der VfB die Angriffe der Freiburger verteidigt, ja, da gibt es kaum noch eine Ordnung. Ja? Die liegen am Boden und werden, wenn es gut läuft, angeschossen. Das ist nicht so, dass das irgendwie gut verteidigt wird. Ja? Also sollte mal dann irgendwie ein Ball im eigenen Drittel erobert werden, dann spielt man auch in solchen Situationen nicht wie ein Absteiger, ja, sondern versucht immer noch die spielerische Lösung, die ja nicht gelingt. Das haben wir ja mehrfach gesehen. Die Bälle kommen nicht an und so. Diese ganze Spielweise, defensiv, offensiv, alles, das hat nichts mit Abstiegskampf zu tun und auf der anderen Seite hat es nicht die Qualität, um an was anderes zu denken. Es passt nichts zusammen aktuell und das ist echt ein massives Problem. Und jetzt sind wir jetzt bei dieser Chance, die du vorhin schon angesprochen hast von Kalajdzic. Das war mehr oder weniger die einzige Szene, die du überhaupt jetzt besprechen kannst. Ja. Ja, du hast diesen Kalajdzic-Kopfball nach Sosa-Flanke, den Flecken gut übers Tor lenkt, das war gut gemacht.
Ja, entstand übrigens auch wieder nach einem Führig-Freistoß, muss man sagen, von rechts. Hat er gut gemacht. Aber das war jetzt für mich auch keine zwingende Torchance. Ganz ehrlich, wenn der reingeht, darf sich Flecken im Nachhinein auch was von seiner Truppe da anhören. Also das ist eigentlich ein Ding, das musst du halten. Das genau, und das sieht man wieder die Qualität von Kalajdzic wegen seiner Körpergröße, weil er steht da ja quasi und wartet auf den Ball. Also er läuft ja auch nicht rein oder lässt sich fallen. Er steht da halt und ist einfach zu groß und zu gut, um ihn zu verteidigen. Und da wird es halt zumindest mal gefährlich. Es wird gefährlich, ja. Eigentlich das einzige Mal im ganzen Spiel. So sieht's aus. Und Sascha hat sich über seinen Kopfball und über etwas mehr dann auch im Nachhinein geäußert. Ich habe keine Ahnung, von wo ich die Kraft gefunden habe, überhaupt da zu springen. Ich war einfach, ich habe versucht, 90 Minuten lang alles zu geben. Vielleicht reicht es auch von mir zurzeit nicht. Ich muss einfach hart arbeiten, weiterarbeiten. Irgendwann geht es wieder, aber weiter will ich auch nichts sagen. Also ich will nur was, wenn es um mich geht, ich habe den Fehler gemacht zum 1-0, das war unnötig. Und dann die Chancen, also waren nicht viele da, aber hätte ich vielleicht machen können. Letztes Jahr hätte ich sie vielleicht gemacht. Und jetzt schauen wir einfach, dass die Pause kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Man möchte ihn fast schon in den Arm nehmen, Sebastian. Also er tut einem fast schon leid. Ja gut, wenn ich ihn in den Arm nehme, dann weiß ich gar nicht, wo mein Gesicht auf welcher Höhe ist. Also lieber nicht. Bei mir geht es wahrscheinlich gerade noch so. Nee, aber du merkst halt einfach, ihn beschäftigt das. Er macht sich dann auch gleich die Vorwürfe, dass er den Ball vor dem 1-0 verloren hat und so. Trotzdem muss man einfach sagen, Sascha Kalajdzic, du merkst es ihm an, er ist noch nicht fit. Er sollte wahrscheinlich nicht 3 Spiele in Folge über 90 Minuten machen. Definitiv nicht. Nein. Er muss es, weil es keine Alternativen gibt. Genau. Da muss man sich fragen, warum ist das so? Ja, und das ist sicherlich nicht so, weil sich Mostanko im ersten Spiel schwer verletzt hat. Also es gab jetzt genügend Zeit, da auch nochmal nachzujustieren. Man wusste, dass Omar Marmoush, also man wusste es vielleicht nicht im September, als man ihn verpflichtet hat, oder im August besser gesagt, aber man weiß es jetzt, sag mal, spätestens seit seinem ersten Auftritt für Ägypten, dass er ein Kandidat ist für den Afrika Cup. Also man hätte da vielleicht vorsorgen müssen, zumal man ja auch noch nicht absehen konnte, ob das mit Kalajdzic überhaupt gut geht. Also dass er zurückkommt, ist das eine, aber ob er dann auch wirklich gleich wieder der Alte ist, ist das andere. Und wir haben fast schon Glück, dass er zwar jetzt noch nicht scored, aber er zeigt schon viel von dem, was er auch früher mitgebracht hat. Genau, wenn man sich den Comeback-Prozess zum Beispiel von Silas anguckt und den auf Sascha übertragen würde, da hätte er jetzt wahrscheinlich 30 Minuten gespielt oder so. Dass er jetzt wirklich dreimal wieder 90 Minuten am Stück spielt, ist grandios erstmal, aber merkt halt auch, Matarazzo hat wenig Optionen vorne im Sturm und er bringt ihn jetzt ja, glaube ich, nicht aus freien Stücken. Ich glaube, er würde ihn auch wieder gerne langsam heranführen, aber du hast halt keine Alternative. Und das ist halt wirklich so eine idiotensichere Lösung, Bälle vorne rein, prügeln und wenn du Glück hast, dann macht Gleitschutz einen rein. Hat bisher noch nicht geklappt, aber er ist auf jeden Fall eine Option und ja, er tut der Mannschaft auch, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wirklich auch gut mit solchen Interviews nach dem Spiel. Und du merkst, ich habe es ja im Sommer kritisiert mit seinen Wechselabsicht und er weiß nicht und mal gucken, aber ja, er ist halt der Typ dann für Real Talk und sagt dann auch, was er denkt und das finde ich in dem Fall dann auch relativ erfrischend. Er hat auch noch was Wichtiges gesagt, er meinte nämlich, jedem Einzelnen muss klar werden, wo wir jetzt stehen und was wir tun müssen. Vielleicht hat der ein oder andere noch nicht begriffen, um was es geht. Ich für meinen Teil werde mir meinen Arsch aufreißen. Von ihm wissen wir das, aber auch hier wieder eine Aussage, die wir von Daniel Didavi schon nach dem Augsburg-Spiel gehört haben, die wir von Flo Müller mehrfach gehört haben. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass nicht alle begriffen haben, um was es geht. Und wir haben ja schon mal gesagt, eigentlich ist das ein Armutszeugnis, ja, dass die Mannschaft im Abstiegskampf stehend, seit mehreren Monaten, muss man sagen, ja, ein Problem damit hat, die Situation richtig anzunehmen. Und das eine ist, dass ich die Mannschaft und die Spieler hinterfrage. Das andere ist natürlich auch, dass ich den kompletten Trainerstab ein Stück weit dann in die Pflicht nehmen muss und fragen muss, ja, habt ihr es irgendwie nicht hinbekommen, euren Jungs klarzumachen, dass es wirklich jetzt momentan ums Überleben geht. Ja. Weißt du, wie ich es meine? Also das ist für mich schon wieder eine Ansage gewesen. Das geht immer so ein bisschen unter, weil natürlich viele Stimmen gesammelt werden. Aber das hat mich schon wieder aufhorchen lassen, wenn das der Sascha so direkt anspricht. Und hat er auch recht, ja. Insgesamt, können wir uns, glaube ich, dabei belassen, dass man sagt, es war zu wenig, es würden sich null Großchancen rausgespielt. Insgesamt wurde, glaube ich, 6-mal aufs Tor geschossen vom VfB. Ein Ball ging direkt aufs Tor, der Rest ging alles daneben oder wurde geblockt. Das ist halt einfach viel zu wenig. Hinten konnte sich Flo Müller noch 1-2-mal auszeichnen, hat insgesamt 3 Paraden gezeigt, hat jetzt nicht das schlechteste Spiel gemacht. Aber, Sebastian, die Krönung fehlt noch. Das 2-0 oder das 0-2 in der 71. durch Schade.
Und auch da wieder die Entstehung ganz kurz durchgegangen. Eggestein hat mal wieder viel Platz, das haben wir jetzt nicht jedes Mal thematisiert, aber es war halt einfach der Fall, er hat oft viel Platz gehabt und bekommt nach einem Fleckenabschlag den Ball von Schade oder Ito abgelegt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Schade und Ito gehen beide zusammen hoch zum Kopfball und ich konnte es nicht genau erkennen, wer jetzt den Ball als letztes berührt hat, ist auch egal. Du merkst halt, Eggestein erkennt sofort die Situation, weiß, dass Schade schnell ist, also versucht er den Ball über Anton und Ito zu schippen, hofft, dass dann Schade den noch erlaufen kann und dann halt alleine auf dem Tor zulaufen kann. Technisch macht das Eggestein eigentlich nicht besonders gut, aber hat das Glück, dass Anton und Ito das nicht so problemlos klären können, wie sie es eigentlich klären müssten. Ja? Und das ist auch wieder so eine Situation, ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem auf dem Platz. Ja? Also Demirovic, der nutzt das sofort, der erkennt die Situation, der konzentriert sich nur auf den Ball, geht hoch zum Kopfball und legt Schade dann die Kugel auf. Und die passieren so viele Fehler, die können eigentlich gar nicht passieren. Also Anton ist da viel zu unentschlossen. Also entweder er geht dann wirklich in den Mann, für ihn ist es schwer, an den Ball ranzukommen, aber er kann in den Mann gehen, ist ein Foul, keine Frage, aber dann ist die Situation erstmal tot. Oder was sinnvoller gewesen wäre, er lässt sich fallen. Was er hat ja dann die Möglichkeit, weiter nach hinten zu laufen und Schade dann, oder wenn Demirovic mit dem Ball kommt, aufzunehmen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, als so ja unentschlossen einfach nur blöd rumzustehen. Ja, also er hält sich eher zurück und Schade ist dann komplett blank, weil Mavropanos viel zu früh abschaltet. Der Ball ist noch nicht mal geklärt. Ja, da siehst du schon, dass Dinos einfach stehen bleibt. Und Grüße gehen raus an Nico Willig, immer online bleiben. Ja. Dinos hat abgeschalten in dem Moment. Warum? Ja, also da sah die ganze Innenverteidigung, die ganze Dreierkette komplett schlecht aus. Also Ito kann klären, überlässt dann Anton und der sagt, ah, nee, vielleicht auch nicht. Also ich erwarte dann in der Situation, dass dann tatsächlich Anton den Ball, Demirovic und Ito Richtung Eckfahne klärt. Also das muss man klären, ne? egal wie. Also sie stehen 2-1, das ist machbar. Und wir sind jetzt in der Situation, da können wir uns keine Abstimmungsprobleme leisten. Dann können meinetwegen beide hingehen, aber es kann nicht sein, dass keiner von beiden hingeht. Und die sind ja abgestimmt. Wie viele Spiele haben die zusammen gemacht? 10, 15 oder so, ne? Es ist halt auch wieder eine Einstellungsfrage. Ja. Und man muss sagen, dann sind wir jetzt in der Phase, wo man sagen muss, der Ball muss dann auf die Tribüne. Ne? Also der Ball muss irgendwie geklärt werden. Und ich glaube, den kannst du gar nicht mehr klären in dem Moment. Der Fehler ist ja schon passiert. Also das Ito und Anton, das kann auch mal passieren, dass man da so eine Misskommunikation auf dem Platz hat. Aber wie es dann halt weitergeht, ja, klar. Das ist für mich das Problem. Du kannst dich besser gegen den Ball positionieren, die Spieler Schade und Demirovic besser aufnehmen sozusagen. Das geht besser. Und das hat mich halt so geärgert, dass du das nicht hinbekommst. Klar, das hängt dann auch wieder damit zusammen, dass momentan gar nichts geht, aber das sind doch wirklich so Grundtugenden. Durchrotzen. Mavropanos, geh mit nach hinten. Ja. Lauf weiter. Warum hörst du denn auf zu laufen? Das war noch nicht mal ein Vollsprint. Geh doch weiter. Und das ist etwas, also wenn du so spielst, sorry, da kannst du einfach nicht die Klasse halten. Das ist so. Also du wirst so nicht die Klasse halten. Und da muss sich jeder Spieler hinterfragen, ob das momentan ja sein Leistungsmaximum ist, was er da auf dem Platz abruft. Also bei vielen müsste eigentlich das Ergebnis klar sein. Und man muss auch dazu sagen, Schade macht das dann wirklich in dem Moment perfekt, nimmt den Ball direkt. Wir haben ja beim Players to Watch darüber gesprochen, dass Schade ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln muss. Es hat er jetzt in dieser letzten Woche unter Beweis gestellt. Einmal hat er das im DFB-Pokal gegen Hoffenheim unter Beweis gestellt und dann jetzt eben auch gegen den VfB. Also das war schon sehr stark, muss man sagen. Ja, eigentlich musst du fast noch froh sein, dass du nicht das 0-3 noch bekommst. Chong hat dann in der Schlussphase nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. Da hat der VfB, wie gesagt, Glück, dass die Freiburger da nicht noch kompromissloser sind, möchte ich mal so sagen. Und was halt auch noch auffällig war, ich möchte das unbedingt noch mit erwähnen, auch wenn wir jetzt wirklich langsam zum Ende kommen müssen mit diesem Segment, die brechen halt wirklich aktuell wichtige Spieler im Spiel weg. Ja, also du siehst halt bei Orel Mangala, der als Sechser 20% seiner Zweikämpfe gewinnt, 55 Ballaktionen hat, als zentraler Spielgestalter nicht einen Abschluss vorzuweisen hat, nicht einen Dribbling-Versuch unternommen hat, nicht einen Pass, und da musst du wirklich zuhören, Sebastian, nicht einen Pass im Strafraum gespielt hat oder in den Strafraum gespielt hat. Das ist halt auch einfach nicht gut. Und dann hilft dir natürlich auch die Passquote von über 90% nicht weiter. Also das ist halt einfach zu wenig. Und ich mache mal weiter. Mavropanos, der konnte seine Qualität auch nicht zeigen. Keine Dribblings, keine Abschlüsse. Positiv zu erwähnen, 6 Klärungen, 100% der Luftzweikämpfe gewonnen. 3 von 3 waren das. 7 von 10 lange Bälle kamen an. Er hat eine Torschussvorlage geliefert. Kann man auch noch sagen, Ito,
Da geht es eigentlich auch besser, muss man sagen. Es war vermutlich sein schwächstes Spiel für den VfB, soweit will ich schon gehen. Übrigens für mich auch ein Grund, warum man eigentlich einen Spieler wie Marc-Oliver Kempf noch brauchen könnte. Weil Ito halt einfach auch ein jüngerer Spieler ist, vielleicht mal Leistungsschwankungen unterliegt. Und ich sag mal so, das, was er jetzt gegen Freiburg gezeigt hat, das schafft der Kempf aber auf einer Arschbacke. Also Ito mit dem Eigentor sah schlecht aus beim 0-2. 20 Ballverluste ist natürlich ein verheerender Wert. 7 von 19 lange Bälle kamen nur an, 29% Zweikampfquote, auch das ist nicht besonders gut. Dafür 9 Klärungen, 2 geblockte Schüsse. Und ich möchte auch noch ganz kurz Tibidi und Koulibaly erwähnen, weil die beiden hängen für mich komplett in der Luft. Ich habe gesehen, beim Spieler des Spiels haben beide Spieler auch ihre Stimmen erhalten. Ich kann es nicht ganz verstehen, weil wie gesagt, beide Spieler komplett in der Luft hängen. TBD mit 25 Ballaktionen in 66 Minuten. Als Offensivspieler nicht ein Abschluss. Klar, er kann 2 erfolgreiche Dribblings vorweisen. Hatte eine Torschussvorlage. 62% Zweikampfquote ist auch ganz okay. Aber wie gesagt, da kommt sonst nichts, was irgendwie Gefahr aufs Freiburger Tor ausstrahlt. Und gleiches gilt für Koulibaly, der kommt auf 31 Ballaktionen in 72 Minuten, hat einen Abschluss, hat insgesamt nur 4 Zweikämpfe geführt, also auch kein Druck auf die Spieler, die den Spielaufbau vorantreiben bei Freiburg, hat immerhin dann bei 4 geführten Zweikämpfen noch eine Zweikampfquote von 75% vorzuweisen, ja. Und um das vielleicht auch noch rund zu machen von meiner Seite, dann hören wir uns Pellegrino Matarazzo an. Ich ärgere mich aktuell über die Situation, aber man merkt einfach, wie der VfB immer noch oder wie dem VfB immer noch diese Verletzungsmisere nachhängt. Ja, das ist einfach spürbar, muss man sagen. Ja, also Spieler sind nicht richtig fit, es gibt immer wieder Ausfälle. Diejenigen, die fit waren, die mussten dann die Verletzten oder Erkrankten ersetzen. Somit ist kaum Belastungssteuerung möglich und manche Spieler wie zum Beispiel Endo, die ziehen halt seit 2 Jahren komplett durch. Ja, also die können sich kaum mal eine Auszeit nehmen. Was heißt kaum mal? Die können sich keine Auszeit nehmen. Wenn andere Spieler dann mal eine Auszeit bekommen, dann hat ein Spieler wie Wataru Endo irgendeine Länderspielreise, zu der er reisen muss und die Weihnachtspause war auch nicht besonders lang. Das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Also da kann sich momentan auch keiner regenerieren, der in den letzten Monaten viel abspulen musste. Ja, ich würde sagen, wir hören uns mal ganz kurz an, wie der Trainer Pellegrino Matarazzo das Spiel beschreibt. Und zwar auf der Pressekonferenz hat er das getan. Ich denke, wir sind ordentlich im Spiel reingekommen. Fand ich auch ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir die eine oder andere Kleinchance kreiert haben, genauso wie Freiburg. Aus meiner Sicht auch Knackpunkt für uns war das nicht gegebene Elfmeter und direkt im Gegenzug das abgefälschte Tor. Wir haben uns nicht gut erholt von der Situation. Ich fand, in der zweiten Halbzeit haben wir uns eigentlich viel vorgenommen, aber von meinem Gefühl her nur eine kurze Phase gehabt, wo wir so in Energie geblieben sind, aber das hat sich also relativ schnell nachgelassen. Kassieren wir auch kein unnötiges zweite Gegentor, wo wir 3-2 in letzter Linie sind und falsches Timing beim Kopfball, schließen auch nicht gut, Ball fern und dann ist das Spiel 70 Minuten eigentlich schon gegessen. Ja, also auch der Trainer hat das Spiel bereits nach 70 Minuten abgehakt. Sebastian, ist das traurig, deiner Meinung nach? Ja, ein Stück weit schon. Also ich meine, wenn du halt ein Tor schießt, dann entfacht sich halt wieder so ein Funke, dass du vielleicht dann wieder noch glaubst, ranzukommen. Aber also ich fand ihn auf der Bank auch schon so ein bisschen zu introvertiert. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass Pellegrino Matarazzo bis zum bitteren Ende dann glaubt, dass man in Freiburg noch irgendwie was mitnehmen kann. Ja, da gehe ich mit, muss okay. Ich sagen. Also da hätte ruhig ein bisschen mehr kommen können. Aber ich meine, er ist natürlich auch nicht der Typ dafür unbedingt. Er ist halt jetzt kein Baumgart oder so. Aber das war vielleicht schon so ein bisschen dünn. Und wenn er es halt nicht macht oder nicht machen kann, dann muss da vielleicht irgendjemand anders ran, der motiviert, vielleicht der Sportdirektor. Ja, er hat es ja versucht, aber der musste ja dann fast schon auf die Tribüne. Ja. Kurze Grüße in den YouTube-Livestream. Also bei mir kommt jetzt wieder Bild, Sebastian, du kannst ja mal den berühmt-berüchtigten Schnittwagen hin zur normalen Kamera und dann überprüfe ich das gleich bei mir hier auf dem Handy, ob wir jetzt dann auch wirklich wieder im Bild zu sehen sind. Also diese technischen Probleme bitten wir zu entschuldigen. Wir sind Novizen, was das YouTube-Streaming angeht. Du meinst, alle, die jetzt im Livestream sind, die sehen uns auch, nur wir sehen uns nicht, weil es bei uns hängt. Und jetzt sehen 260 Leute, dass ich mich die ganze Zeit im Hintern kratze. So in der Art. Also bislang gab es hier das Umschalten noch nicht. Jetzt hat es funktioniert. Hervorragend. Super. Und was ich gerade im Bild erkenne, wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall die Heizung wieder abdrehen, denn ich habe hier schon wieder einen strahlend roten Kopf. Leute, das liegt wirklich daran, dass die Heizungen hier auf, ich weiß nicht, auf 5 oder so gedreht sind. Und in der nächsten
Im nächsten Einspieler würde ich sagen, drehen wir mal kurz die Heizung runter. Es ist unglaublich warm hier drin. Beim nächsten Mal vielleicht ein Ventilator. Das war meine Werbeeinspielung. Oh Gott, oh Gott. Gut, also eins muss ich noch erwähnen. Es wurde natürlich mehrfach besprochen, aber trotzdem, wenn du denkst, dass eigentlich die schlimmsten Jahre schon hinter dir liegen, 2015, 2016 und 2018, 2019 und der VfB eigentlich alle Negativrekorde gebrochen haben muss, dann kommt plötzlich 2021, 2022 um die Ecke und gibt dir 5 Spiele in Folge ohne eigenen Torerfolg. Auch das ist ein neuer Negativrekord für den VfB. Wie gesagt, ich dachte, wir hätten schon alle aufgestellt. Es geht also noch schlimmer. Übrigens, das will ich auch noch kurz besprechen. Und zwar hat man ja in den letzten Wochen ja auf Twitter oder auch in diversen Medien gelesen, gehört, wie auch immer, dass die Mannschaft ja vielleicht keinen Abstiegskampf kann, weil man darauf nicht vorbereitet war und einfach nicht so richtig damit gerechnet hat, da hinten reinzurutschen, obwohl es ja klar kommuniziert wurde, was die Ziele sind. Ja. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich so die letzten 10 Jahre anschaut, liegt der VfB auf einem Tabellenplatz Mittelwert so bei 13,5, also zwischen 13 und 14. Das heißt, das ist eigentlich schon, mittlerweile ist der VfB einfach eine Mannschaft, die ständig um den Abstieg spielt. Also das dürfte keinen mehr überraschen. Ja klar, aber du hast halt einen Kader dir jetzt dann zusammengekauft, der dann mit Ach und Krach aufgestiegen ist, also immer oben um die Erfolgsplätze mitgespielt hat, dann eine überraschend gute erste Saison gespielt hat und ich bleib dabei, die Situation mit dem negativen Druck, den man jetzt bekommt, der ist neu für weite Teile der Mannschaft und auch für die Verantwortlichen und damit müssen sie sich jetzt erstmal zurechtfinden. Ja, aber 5 Spiele ohne Tor, das ist für mich, ohne eigenes geschossenes Tor, muss man sagen, ist für mich eigentlich nicht akzeptabel. Das ist indiskutabel, vor allen Dingen, wenn du gegen Fürth gespielt hast. Das kommt noch mit dazu, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Verdrängt hast du das. So sieht's aus. Wir hören uns mal ganz kurz an, was Flo Müller zur Situation zu sagen hat. Und zwar, wenn ich den Flo Müller hier auswählen kann auf diesem unglaublich technisch hochwertigen Gerät. Ich glaube, es zählen jetzt einfach nur Siege und Punkte und scheißegal, wie wir spielen, wie die Leistung ist. Wir müssen einfach punkten und das fehlt gerade. Ja, das ist, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht, oder? Ja, er bringt es immer auf den Punkt, ne? Er bringt es auf den Punkt ja. Und er hat es sogar noch ein bisschen ausgeweitet, seine Aussage. Er meinte, bis zur Elfmeterentscheidung haben wir ordentlich gespielt, dann lassen wir uns zu sehr von dem zurückgenommenen Strafstoß beeinflussen und kassieren kurz darauf das 0:1. Das darf uns nicht passieren. Wir hören auf, unser Spiel durchzuziehen, das geht nicht. In der zweiten Hälfte war Freiburg die bessere Mannschaft. Wir müssen uns jetzt straffen, ja, auch diese Formulierung habe ich schon mehrfach gehört, zusammenraufen und in den kommenden 2 Wochen auf das Heimspiel gegen Frankfurt vorbereiten. In den restlichen Spielen sind wir gefordert, Vollgas zu geben. Auch da wieder klare Ansage. Und ich finde es ein bisschen, also ich finde es gut, dass es von ihm kommt, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es dann ausgerechnet von jemandem kommt, der jetzt neu in der Mannschaft ist, der zum Saisonbeginn gekommen ist. Ne? Wir haben viele Leute, die sind schon lange da. Von denen kommt das jetzt erstmal nicht. Also klar, ein Kalajdzic sagt das in anderen Worten. Borna Sosa ist vielleicht auch nicht der Typ dafür. Marc-Oliver Kempf wäre vielleicht der Typ dafür, der sowas sagt. Der ist jetzt halt gar nicht mehr da. Es ist eine schwierige Situation aktuell.